Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin spielt Kanal. Heute werde ich 20 Spiele in 20 Minuten spielen und einfach mal gucken, welches so das geilste Spiel ist. Let's go! Okay, Spiel Nummer 1 ist tatsächlich Clash of Clans. Ich zeige euch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf mein aktuelles Dorf, denn ich bin momentan viel am Clash of Clans suchten, bin ich ehrlich mit euch. Also falls ihr mal Clash of Clans hier auf dem Kanal sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. So, wir haben jetzt hier tatsächlich sogar einen Bauarbeiter, den wir beschäftigen können. Warte mal, ich mache jetzt erstmal ganz kurz hier so ein paar Mauern, weil Mauern sind immer gut. So, zack. So, und jetzt schicken wir eine Kanone in den Auftrag. Und ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden. Was können wir noch machen? Wir können hier jemandem spenden. So, was möchte er? Er möchte Ballons. Und dann möchte er das und das. Und ja, cool. Können wir auch noch was anfragen? Ja, wir können auch noch mal was anfragen. Okay, ich glaube, Zeit ist abgelaufen. Wir gehen zum nächsten Spiel. So, nächstes Spiel ist tatsächlich Fruit Ninja. Okay, ich probiere jetzt einfach mal einen Highscore aufzustellen. Wir haben jetzt dafür eine Minute Zeit. So, volle Konzentration, Freunde. Oh, zack. Okay, 14 Punkte. Mein Highscore ist 146. Okay, ich probiere jetzt auf jeden Fall mal eine Runde durchzuspielen. Bis wir sterben. Das müsste, glaube ich, so ungefähr eine Minute sein. Wenn ich länger brauche, dann bin ich ein Knecht. Okay, nice. Aktuell sieht es ganz gut aus. Boah, eine fette Mega-Kombo. Oh, was? 38 Treffer, Digga. Bam, Junge. Sehr gut. Okay, wir sind schon mal 99. Bam, 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 bam. Okay, wir sind aktuell bei unserem Highscore. Highscore geknackt. Let's go. Oh, hier ist immer so diese fette Beere. Oh, 35 Treffer. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stell hier einen Weltrekord auf. So ein Ding ist das. Nein. 235. Auf zum nächsten Spiel. Das nächste Game ist tatsächlich Basket Battle. Das seht ihr jetzt hier mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar machen wir hier so ein Battle gegen so einen anderen Dude. Digga, ich bin gerade so kacke, Mann. Ich treff nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir einmal getroffen. Ah, was? Okay, ich glaube, ihr checkt schon, wie dieses Game funktioniert. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall gegen ihn gewinnen. Junge, ich treff gerade gar nichts. Ey, Werbung. Jetzt aber. Bumm. Hoch. Und rein die Pille, ey. Oh. Boom, let's go. Das sind die 15 Punkte. Okay, erstes Game haben wir gewonnen. Ich will auf jeden Fall noch ein Battle machen, weil wir haben dann gleich den Bonus. Okay, wir können jetzt hier dieses Geschenk bekommen. Das sammeln wir mal ein. Und was gibt's als Geschenk? Neuen Basketball? Was ist das denn? So ein Kopf. Jetzt noch eine Runde spielen. Oh, das ist eine andere Map tatsächlich. Und boom. Ey, ich bin so doof. Ey, die führt. Die Linda. Linda, was willst du denn von mir? Okay, wir können auch nur noch dieses Game hier spielen, weil danach ist die Zeit um. Deswegen müssen wir jetzt hier schnell die Punkte holen. Ey, was? Oh mein Gott, die hat einfach gewonnen. Okay, nächstes Game. Das nächste Spiel ist Tall Man Run. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel, was ich wirklich sehr, sehr hart abfeiere. Das Problem ist, ich muss das Spiel einmal deinstallieren. Deswegen starten wir hier quasi wieder von null. Aber egal. Bei Tall Man Run geht es tatsächlich darum, dass man hier diesen großen Dude da am Ende kaputt machen muss. Und, oh verdammt, jetzt sind wir hier einmal ein bisschen gekürzt worden. Und man muss dabei möglichst groß sein, weil da hinten kommen gleich so ein paar Hindernisse. Und die machen einen dann kürzer. Ihr seht jetzt hier, nee, schaffen wir nicht ganz. Aber Tall Man Run ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel. So, boom, jetzt müssen wir mal hier größer werden. Aber es sollte, glaube ich, ein ganz guter Run sein, bin ich ehrlich mit euch. Komm, ich will es einmal schaffen. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ich will es einmal schaffen, den kaputt zu machen. Nein. Ey, wir haben es fast geschafft. Wir sind jetzt bei Akinator und wir probieren im Speedrun einfach mal mich zu finden. So, spielt deine Figur Minecraft? Nein, ich bin durch Videospiele bekannt. Kein GTA 5, kein FIFA. Brawl Stars, Glatze. Ja. Nee. Was? Nein. Bin nicht der... Ja, ich habe mehrere Kanäle. Nein, ich spiele nicht bei Harry Potter mit. Bumm, da bin ich doch. Das ging jetzt aber schnell. Das war sogar schneller als eine Minute, würde ich sagen. Aber das reicht als Akinator testen. Okay, jetzt kommt das einfache Spiel. Wir sind bei Level 13 und wir müssen die Katze finden. Boah, wo ist denn jetzt hier die Katze? Wollt ihr mich hops nehmen? Digga, da ist keine Katze, Mann. Ah, doch, hier. Ha!
Katze gefunden. Das war einfach. Okay, nächstes Level. Überquere den Fluss. Hier nimm noch... Hä? Wie? Als ob man einen Eimer nehmen soll. Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso denn den Hammer? Digga, wie soll man denn... Was? Man musste zur Seite schieben und da war eine Brücke. Ey, wer ist am klügsten? Der ist wieder irgendwie so eine dumme Fun-Frage. Drei von denen haben eine Säge in der Hand. Einer ist ein Burger. Dann ist er am klügsten, weil er den Burger isst. Wer ist denn dann am klügsten? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie viel Spaß hat dir das Spiel gemacht? 99999. Wow. Nächstes Level. Komm, ein Level schaffen wir noch. Bring die Bilder in die richtige Reihenfolge. Leute, einfach so Corona. Das als erstes. Das Bild. Dann das Bild. Dann das Bild. Ja, sehr gut. So, als nächstes haben wir tatsächlich einfach mal einen Twerk-Simulator. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Hier wird unser Popo einfach immer größer. Schau euch das mal an. Oh je. Und was kommt jetzt? Jetzt gehen wir hier drauf und bumm, Digga. Hä? Wir haben den einfach mit unserem mega fetten Popo weggehauen. So, wir machen das Ganze nochmal. Okay, wir machen natürlich Sport. Wir sind on fire. Jo, wir haben so einen richtig fetten Po. Oh, was? Oh mein Gott, ich will einmal diese Mauer durchhauen. Junge, was ist das? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr dieses Spiel schon mal gesehen? Und wenn ja, habt ihr es schon mal gespielt? Hä, was ist denn jetzt die Aufgabe? Oh Gott, jetzt kommt ein Twerk-Battle. Nein. Was? Was? Boom! Oh mein Gott, was? Jetzt kommt Subway Surfer. Komm, wir probieren die No-Coins-Challenge. Okay, let's go. Butz. Okay. Zack. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Nee, wir haben verkackt. Okay, Neustart. Freunde, falls ihr übrigens mal wieder wollt, oder falls ihr wollt, dass wir irgendeins dieser Games, die ich jetzt gerade heute getestet habe... Ah, perfekt, da bin ich jetzt gerade zu weit nach links. Wenn ihr eins dieser Games irgendwie nochmal sehen wollt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Spiele nochmal extra sehen wollt. Da sind ja einige schon sehr coole Spiele mit bei. Ah, da habe ich auch jetzt wieder verkackt. Einige von denen habe ich ja auch schon gespielt, aber manche auch erst ein einziges Mal. Dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Mann, ich bin gerade einfach nicht in Form, Digga. Ich habe die No-Coin-Challenge so lange nicht mehr gemacht. Spiel Nummer 9. Candy Crush. Probieren wir mal in einer Minute so ein Level hinzukriegen, oder? Ich bin mal Level 3. Level 3 ist jetzt nicht wirklich so anspruchsvoll. Ich bin ja hier der Candy Crush Profi, ne? Falls ihr es nicht wusstet, ich habe früher E-Sports-mäßig tatsächlich Candy Crush gespielt. Wir müssen irgendwelche Bonbons... Hä, müssen wir diese Bonbons machen? Ah, wir müssen solche krassen Combination-Bonbons machen. Ah, okay. Okay, das kriegen wir hin. So, jetzt haben wir hier wieder so ein Combination-Bonbon. Wir moven die hier runter und da haben wir doch ein Combination-Bonbon. Das müsste doch eigentlich zählen, oder? Zählt das? Nee, es zählt nicht. Okay, jetzt sind wir ein bisschen unter Druck, bin ich ehrlich. Oh, ich darf nicht failen, Digga. Mann, hier ist doch fast eine gute Combination. Ja, wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Ist keine Combination. Doch! Da war doch eine. Nein. Wir gehen zum Spiel Nummer 10. Clash Royale ist in meinem Herzen. Deswegen ist natürlich das Game hier auch mit drin. Wir sind jetzt gerade beim, ja, beim Mittelfeld, sage ich jetzt einfach mal. So, wir dabben direkt mal eine Runde. Oh, der ist Level 14. Der ist sogar viel besser als ich. Wir gehen ja einfach volle Kanne rein da. So sieht es nämlich aus. So, bupp. Einfach mal ein Zap. Und jetzt deffen wir hier mal ganz kurz den Kollegen hier. Das könnte jetzt sehr böse werden. Oh, unser Turm fällt, glaube ich. Ah, egal. Kack auf den Turm, Digga. Keiner braucht den. Machen jetzt gleich einfach einen mega krassen Push und dann ist EGG. Ist egal, dass unser Turm jetzt gerade fast komplett drauf geht. So, wir machen nämlich jetzt hier gleich einen entspannten Golem-Push. Auf der rechten Seite. Das ist die linke Seite. Egal. Okay, wir könnten ein ernsthaftes Problem haben. Nee, doch nicht. Alles gut. So, wir kommen jetzt ein Babydrache hin. Oh, jetzt? Ja, wir haben ein Problem. Ja, ist GG. Egal. Freunde, nächstes Spiel. Digga, Clash Royale. Ich bin da einfach raus. Jetzt kommt der Lehrersimulator. Hier, Sportunterricht. Okay, erstmal wieder die Stifte anspitzen. Der sieht doch super aus. Nee, nicht scharf. Der ist mega scharf. Fast perfekt. So, jetzt sind wir bereit für die Klasse. Was wollt ihr heute wissen? So, was ist das hier? Golf wird auf einem Feld gespielt. Nee, Tennis wird auf einem Feld gespielt. Das ist falsch. Im Baseball erreicht man Touches. Ich glaube, das ist richtig. Und im Basketball erzielt man Dreier. Ja, ist auch richtig.
Hä? Was? Habe ich jetzt falsch bewertet? Das Problem ist halt, es ist auf Englisch. Tom Brady spielt Fußball. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fußball wird auf einem Pitch gespielt. Nee. Und das ist richtig. Hä? Bin ich denn doof? Mann, ich kann das alles nicht. Gib mir was anderes. Okay, ich bin kein guter Lehrer. Ich habe 0 Klausuren richtig bewertet. Okay, jetzt müssen wir den Cheater finden. Wer cheatet? Er cheatet. Guck mal, wer rüberguckt. So, sie hier. Wer will noch cheaten? Er hier, glaube ich. Sie guckt einfach bei niemandem ab. Mann, sind die doof. Da bin ich jetzt aber wieder ein guter Lehrer gewesen. 3 Spicker habe ich gefunden. Freunde, habt ihr schon mal in der Schule gespickt? Schreibt es in die Kommentare. So, jetzt kommt das Spiel vom Papa Platte. Und zwar Arch Hero. Wir nehmen ein starkes Herz, würde ich sagen. So, okay. Machen wir die mal kaputt, diese Teile, die da rumfliegen. Und jetzt mal gucken, wie weit wir kommen. So, wir gehen ein bisschen zur Seite. So, zack, zack, zack. Wir sind gleich schon Level 2. So, ah, die haben wir alle. Okay, wähle eine Fähigkeit. Wir machen jetzt einfach mal die Fähigkeit Blitz. Meine Angriffe verursachen Blitzeffekte. Das ist doch krass. Okay, wir müssen ein bisschen ausweichen hier. So, der ist kaputt. Und der ist jetzt auch kaputt. Level 2 sind wir schon. Oh, was ist er denn für einer? Du hast einen Engel gefunden. Komm, heilen wir uns einmal. Oh. Oh, ich glaube, ich sterbe. Nee, doch noch nicht gestorben. Okay, jetzt sterbe ich aber, glaube ich. Ja, GG. So, Bottle Flip. Lol. Oh, klar, Flasche kaputt. Flottelbip. Okay. Nein. Nochmal. Ey. So. Bumm. 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 Ah, jetzt stehen wir hier oben. Oh. Let's go. Endlich das Level geschafft. Es hat auch jetzt echt eine Minute gedauert. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind wir jetzt bei Spiel Nummer 14. Und zwar... Dankshot. Komm, ich will jetzt hier so eine krasse Combo haben. Ja, jetzt brennt die Pille schon mal. Die Pille brennt immer noch. Shit. Flup. Nein! Wie schlecht, Digga. Komm schon. Ich will direkt von Anfang an so einen Clean Run haben. Ja. Ja. 10er-Combo jetzt. Bam! Da ist doch die 10er-Combo. Bam! Jetzt 100! Oh, 100 jetzt wieder ein bisschen in Entfernung gerückt. Wir konzentrieren uns und machen jetzt den 100er Score voll. Ja! Da sind die 100 voll. Sehr gut, okay. Bike Race. Okay, wir machen das Level hier in der Savanne. Dieses Level machen wir jetzt. Das will ich jetzt schaffen. Das ist ein schwieriges Level. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. So. Hä? Okay. Hä? Digga, wie schwer ist das Level? Jetzt gib doch mal Vollgas! Nein! Ey, bin ich denn doof? Na? Hey, das ist jetzt der Last Try. Ich bin ja so kacke. Ja, komm. Ich bin zu doof dafür. Gib mir ein einfaches Level jetzt. Hier, Level 1. Das machen wir jetzt. So. Gib mir Level... Gib mir Level 1. Level 1 ist einfach. Ihr wollt mich doch hopsen. Weil ich ein Macher bin. Ich bin einfach nur ein Stück Lostheit. Ja, komm. Nee, das war's jetzt. Hungriger Hai. So, Hungry Shark ist das 16. Spiel. Und wir... gucken jetzt hier natürlich, dass wir hier mega krass abgehen. So, da ist wieder ein Taucher. Lol, wir haben die Tagestruhe bekommen. Autsch. Lol, da ist einfach so ein Dings. Oh, können wir den essen? Oh, so ein Blauwal, der hat geschmeckt. Das war ein Happy, war das ein Happy. Oh, wieder ein Wali. Ein
Happy. So, ich würde sagen, Minute ist um. Beziehungsweise ich habe jetzt ein bisschen länger gespielt. Das Game ist echt, ich feiere das Game, muss ich ehrlich sagen. Spiel Nummer 17 ist das Montana Black Spiel. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal direkt in eine Runde rein, in ein Level. Let's go. Müsste es sogar eines der ersten Level sein, weil ich das Spiel jetzt vor kurzem erst wieder deinstalliert hatte. Deswegen, zack, zack, zack. Junge, dieser Reporter, ey. Was haben wir, unsere Ulti? Wir haben doch irgendwie so eine Ulti, ne? Ah, ich verstehe. Oh, was? Das Spiel ist schon gar nicht mal so einfach. Bin ich ehrlich, das ist jetzt gerade Level 2. Und ich bin hier full am struggeln. Okay, aber wir haben das Level geschafft. Es müsste auch so eine Minute gewesen sein. So, jetzt kommt Spiel Nummer 18. Das haben mir echt viele in die Kommentare geschrieben. Und falls ihr dazu nochmal eine komplette Folge sehen wollt, dann lasst es mich auch gerne mal wissen. Und zwar Shadow Fight 2. Da haben viele geschrieben, Kevin, bitte spiel das einfach mal. Und das ist auch das allererste Mal, wo ich das spiele. Zeig mir für den Anfang, wie du dich bewegst. Okay, ich bewege mich. Hup, das genügt. Jetzt schlag den Schlagsack. Mach ich doch. Er muss jetzt kämpfen. Was? Digga, ich hab dieses Spiel noch nie gespielt. Lol. Okay. Kämpfen. Bap. Bap. Junge, wir vermöbeln den voll. Wir haben gewonnen. Lol, wir haben jetzt schon gewonnen. Der hat gar der hat nicht einen Kratzer gemacht, steht hier. Oha, jetzt macht er aber auch gut Damage. Oh, wir haben ihn auf dem Boden brutal gemacht. Oh, wir haben gewonnen. Nice. Okay, sehr schön. Ey, cooles Game. Ah, man kann hier so Sachen... Was? Man kann auch ein Messer haben? Nochmal eine Runde kämpfen, okay. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial hilft hervorragend im Kampf. Digga, muss ich den jetzt mit dem Messer irgendwie kaputt machen? Was? Lol, wir haben gewonnen. Ey, ich finde das Game gar nicht mal so schlecht. Das ist schon witzig. Junge, jetzt dreht der voll auf. Was ist denn jetzt los? Bin fast tot. Oh, jetzt haben wir gewonnen. Ey, geiles Game. Wenn ihr davon eine andere Folge sehen wollt, wo ich das nur mal spiele, lasst mich in den Kommentaren wissen. So, wir müssen Pizza machen. In Ich möchte eine Pizza haben. Auch ein sehr nices Spiel. Und wir machen eine dünne Pizza. Wir nehmen natürlich hier lecker Soße drauf. Tomatensoße, bisschen Belag. Und natürlich backen wir den Hasen auch nochmal und haben hier schöne Pizza Margarita. So, die müssen wir natürlich jetzt hier zu so einem Gast bringen. Und einen Teil der Pizzen müssen wir auch ausliefern. So, und jetzt können wir uns Geld holen und gucken, wie hoch wir kommen. Sehr schön. Wir sind jetzt bei Amateur. War ja auch jetzt unsere erste Pizzalieferung. Das ist ja in Ordnung noch. So, müssen hier wieder schöne neuen Pizzen machen. Erstmal hier natürlich den Teig. Schön platt machen. Diesmal machen wir eine dicke Pizza. Hier gibt es die Soße. Dann gibt es hier den ersten Belag. Hier den zweiten Belag. Dann wird das Ganze gebacken. Jetzt haben wir ein paar Pizza Margarita und ein paar Pizza Salami. So, erstmal hier den Kunden geben. Und den Rest bringen wir hier zum Pizzalieferanten, der die wegbringt. Geld einsammeln. Ah, okay. Ja, Trinkgeld können wir noch nicht bekommen. Oh, und jetzt sind wir sogar schon fast ein Typ, der zu Hause kocht. Sehr geil. Und wir sind beim letzten Spiel, bei Spiel Nummer 20, Freunde. Ihr hättet es euch wahrscheinlich schon denken können, das letzte Game muss Stumble Guys sein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auch einfach mal direkt in eine Runde rein und gucken mal, wie weit wir in einer Minute kommen. Ich will auf jeden Fall probieren, das erste Level hier fertig zu machen. Jungle Roll. Wir sind natürlich hier der gute Clown. Und gucken jetzt mal. So, wie gut so die anderen hier sind. Okay, den haben wir erstmal umgeboxt. Einfach mal so, um den ein bisschen zu nerven. So. Nice. Okay, die Stufe haben wir auch geschafft. Oh, das sieht nicht so gut aus. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da bin ich ehrlich mit euch. Das könnte jetzt der Fehler gewesen sein. Oh, ich bin sau langsam gerade. Ich bin sau langsam. Komm, wir probieren nochmal einen hier vom Ziel wegzuboxen. Ah, egal. Wir haben uns jetzt qualifiziert. Ah, geht sich das mit der Minute aus? Wir haben noch ein paar Sekunden. Das schneiden wir jetzt einfach mal weg. Oh mein Gott, Laser Tracer. Okay, das ist jetzt nochmal das große, geile Finale hier für das heutige Video. Lol? Hä? Digga, ich werde einfach umgeboxt, Mann. Was ist das denn? Ey, und jetzt bin ich gestorben, Digga!
Ach komm, egal. Das war jetzt schlechtes Karma. Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ich so etwas öfter machen soll. Und bis dann. Tschüss.